Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster. Ganz nebenbei, was mir aufgefallen ist, hier oben sieht es ja noch total öde drauf aus. Das sollte mir doch mal ändern. Kanonen mache ich da jetzt erstmal keine drauf. Einfach aus dem Grund, weil die ganze Zeit nur rumballern. Da stellen wir mal einen Professor hin. Hier gibt es so eine kleine Fasssammlung. Nicht, dass da jemand durstig heimgehen muss. Können hier natürlich noch Wächter hinstellen. Die hier brav Wache halten. Den wollte ich nicht. Ist jetzt besser als Kanonen, finde ich. So, und einer oder zwei können hier hin und her marschieren. Dann haben wir da ein wenig Leben auf der Burg. Stellen wir da noch ein bisschen Licht hin. So,
Dann hätten wir da oben auch ein bisschen Leben drauf. Was können wir denn als nächstes machen? Ich denke mal wieder ein kleines Fahrgeschäft wäre kein Fehler. Was haben wir denn bisher? Ah, genau, da hinten steht ja der Screaminator. Dann bauen wir hier vorne noch was hin. Whites. Machen wir da das Sunflare hin. Nee, machen wir nicht. Aber der wäre doch nicht schlecht. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Den Bereich, den müssen wir auch noch gestalten. Bei Gelegenheit. Jawohl, jetzt passt er. Place Entrance. Den setzen wir mal dorthin. Place Exit. Der passt ganz hervorragend dorthin. Reicht. Pass. Den müssen wir kurz mal. Müssen wir da ein bisschen länger werden? Jawohl. So. Und hier gehen wir dann natürlich so da lang. So wollte ich das nicht. Hoppla. Den moven wir mal. So, genau. Den machen wir jetzt erstmal bis dahin. Terrain. Wobei, da können wir vielleicht
Genau. Das würde ich ja gerne irgendwie. Sache näher. Kann ich das noch etwas drehen? Dann machen wir das so. Ich weiß im Moment ein wenig. Oh, das mit dem Weg geht aber gar nicht. So war das nicht gedacht. Dann probieren wir das mal so. Sieht im Moment noch etwas merkwürdig aus, das gebe ich zu. Aber das werden wir, denke ich, noch ändern. Länger machen. So. Drain. Hier müssen wir, glaube ich, den Weg etwas absenken. Das hilft genau überhaupt nichts. Dann gibt es hier halt auch eine schadhafte Stelle. Die ausgebessert werden musste. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hier weiter bauen. Boah. Hoppla. Völlig falsche Richtung.
Den Rest müssen wir, glaube ich, mit Steinen auffüllen. Wollen wir da das Terrain-Tool nicht nutzen können. Was jetzt aber kein Drama ist, wie ihr sehen könnt. Hier passt der ganz gut hin. Ja, so, oder? Auf nach oben. So, dann brauchen wir noch einen für da unten drunter. Da muss eindeutig auch noch was hin. Aber so wollte ich das nicht. Ich wollte den freidrehen.
den müssen wir noch ein wenig besser einbetten. Vor allen Dingen bei Nacht ist das nicht immer so ganz einfach zu sehen alles. Dwayne. Der da. So. Was wir auf jeden Fall mal noch machen können, ist das Fahrgeschäft natürlich öffnen. Hier noch das Schild und wie heißt denn das eigentlich? Octopus, genau. Buildings, Wall Signs, Octopus. Wo ist er denn? V. So, und weiter geht es dann in der nächsten Folge. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und jo, tschüss, bis morgen.